Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Mission of Mercy. Neues Spiel, Medium. Half-Life. Autosave. Security. You are from the anomalous material lab. Yes, I recognize you. Ja, guten Tag auch. Have you ever seen anything like this? I'm sure. Security. Okay, da brauche ich erst einen Suit. Ich kann nicht rein in den Security-Bereich. Wie komme ich da jetzt rein? Ich brauche einen von euch. Oh, danke schön. Das sieht mir aber eher... Naja, es ist kein Raketentest. Aber es könnte... Power? Natürlich geht's gleich schief, sofort. Barney, lebst du noch? Nee, glaub nicht. Arme Barney. Stell dir mal vor, ich werde jetzt reingesprungen, ohne mir die Waffen hier zu holen. In diesem Mod sind die Aliens auf meiner Seite. Habt ihr was zu sagen? Vortigons? Nein. Außer euer übliches Gebrabbel. Ach, diese Kerle hier sind freundlich. Na, vielleicht nicht freundlich, sie sind neutral. Oh, der Gonark ist ebenfalls hier. Ich bin schon jetzt beim... Bist du... beim Nihiland? Er scheint mir... wohlgesonnen zu sein. Was? Ups. Hier warten oder muss ich ihn abknallen? You have become a mighty warrior. Ah, er redet mit mir. No human being can defeat you. That is why I seek your help. The humans are plotting to destroy Zen. You must launch their rocket before it is armed. The destiny of Zen lies with you. Ich wäre eigentlich auch lieber dafür, Zen zu zerstören. I will be there for you in the end. Okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich auf der Erde jetzt die Leute alle töten müssen. Ja? Alle Wissenschaftler, alle Soldaten. Ja. Go!
Ja, der Pausenraum mit einem wunderschönen Ausblick ins Nichts. Was hat denn der da für eine Waffe gehabt? Oh, da war noch einer. Muss ich wahrscheinlich durch eine dieser Luftschächte. Den Schalter oder muss ich da oben reinschießen? Ich weiß es noch nicht. Oh, Licht. Ich habe keine Crowbar. Wo kam denn der auf einmal her? Ich komme hier nicht hoch. Ah, da ist eine Leiter. Oh, ich brauche jetzt auf jeden Fall die Granaten. Und die schießen und sehen natürlich auch im Dunkeln. Bleib doch mal offen, du Scheißtür. Kommt her. Wow. 11 HP. Aber ich habe überlebt.
Warum komme ich nicht nach da oben? Ah, jetzt komme ich nach da oben. Ah, natürlich ist da oben einer, der mich noch... Wieso sind denn da zwei? Natürlich ist er wieder am anderen Ende des Levels. Nein! Kann ich denn den Lichtschalter anmachen? Hier? Nee, der geht nicht. Lichtschalter geht nicht. Scheiß Ficker hasse, diese scheiß Black Ops. Oh, sie sind tot. Sofort speichern. Das hätte ich vorher machen sollen, ne? Natürlich sehe ich den. Natürlich ist der Typ noch nicht da, ja? Der Typ wird hingespawnt in dem Moment, in dem ich da hochklettere. Was für eine Scheiße! Ah, der Ort. Aber jetzt eh nichts. Ach, ich hänge in der Wand. Ah! Ich dachte, da wäre noch einer. Da unten ist der G-Man. Ein HP. Einen gloriösen, glorreichen HP habe ich noch. Gibt's denn hier keine Health-Items? Ich spiele doch nur auf Medium und nicht auf Hard.
Also wissen die bereits schon im Vorhinein, dass ich hier bin. Scheiß Tür, bleib offen. Bleib mal für ein paar Minuten offen. Aber warum rennt ihr denn an mir vorbei? Wieso ist auf der anderen Seite noch einer? Oh. Es ist, die bewegen sich dermaßen vollkommen unberechenbar. Ey. Und dann brauchen sie drei Doppelrohrschüsse mit dem verdammten... Und der schießt durch die Scheißrakete durch. Wieso schießt das Ding jetzt auf einmal alleine? Ja. Hast du ordentliches Unterhaltung hier? Und wieso? Wieso bin ich jetzt übers Geländer runtergefallen? Nein! Willkommen zurück. Leider ist der Rechner, ist das Spiel komplett abgestürzt. Ah.
Ich hoffe, ich muss in dem großen Raum nicht noch irgendwas tun. Ja, toll. Ist das witzig oder was? Wahrscheinlich hat er mir irgendwann mal die Crowbar gegeben, aber er will sie nicht ausdrücken. Hat er jetzt eine Granate gelegt oder nicht? Ich glaube nicht. Okay, ich gehe wieder zurück. Okay, speichern und dann jagen wir diese scheiß Rakete hoffentlich gleich in den Weltraum. Na, endlich. Diese Zwischensequenz ist etwas zu lang. Ein kleines bisschen. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen zu lang. Vor allem dieser nette Alarmsound nebenher, der macht richtig Spaß, sich das anzuhören. Ja, und mit dem Sound eines kleinen, aber feinen Lagerfeuers fliegt die Mondrakete davon. Aber es ist noch nicht vorbei. Aber ich habe fast keine Munition mehr. Nur noch 9 mm. Keine Ahnung, wie viel. Oh Mann. Wo ist denn der? Warum so viele? Es hört nicht auf. Sieben HP. Und ich habe nichts mehr. Keine Granaten. Ich kann mit nichts kämpfen.
Jetzt warte ich einfach nur, dass sie mir vor die Linse laufen. Und wieder abhauen. Dieser scheiß Funk die ganze Zeit. One down. Two down. Three down. Ich glaube, das waren sie alle. Nein, das waren sie nicht alle. Hier runter. Nein, da sterbe ich. Ich schätze mal, ich muss in eine dieser Fans rein, ne? Aber wie komme ich da hoch? Kann man in den Dingern hier hochklettern? Ah, die Dinger sind jetzt kaputt. Das hat was verändert. Oh, jetzt sind sie am Arsch. Vielleicht verändert sich jetzt oben irgendwas. Und ich hänge wieder in der... Oh. Ne, hier ist nichts mehr. Schalter drücken. Nö, dann gehen wir halt einfach nochmal den anderen Weg. Granate gelegt. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas tun? Vielleicht wieder die Zufuhr hier abschalten? Nein. Wie viel hält ihr aus? Ich hab so die Schnauze voll.
kann nicht so schnell reagieren, wie die schießen. Das ist unglaublich. Nein, nein. Ich dachte, vielleicht würde dieses Mal was anderes passieren. Ja, wo soll ich dann hier weitermachen? Warum kann ich diese scheiß Falle nicht auslösen und dann... Ich kann sogar noch schießen hier. Aber ich kann nicht mehr weglaufen. Ja, was ist jetzt das Ende dieses Mods? Ja, was ist das Ende dieses Mods? Warum ist da eine Ratte? Muss ich halt noch weiter backtracken. Nein! Jetzt no-clip ich, das ist mir jetzt echt zu doof. Es sind so viele Designsünden begangen worden in diesem Mod. Da ist das Backtracking noch das geringste. Ich hänge jedes Mal in dem Boden hier fest. Also hier ist auch irgendein beschissener Programmierfehler gemacht worden. Help me, ich will nach Hause. Barney, lass mich raus, bitte. Ich bin zwar nicht mehr auf eurer Seite. Ah, er lässt mich sogar raus. Oh ja. Munition für die Magnum. Kommst du mit? Let's run like hell. Oh, eine Crowbar! Endlich! Aber natürlich ist nichts drin in diesen verdammten Kisten. Komm mal mit raus, bitte.
nichts. Gar nichts. Ach, G-Man. Hast du dir etwa diesen teuflischen Level ausgedacht? Da drin ist die Gauss Gun, die brauche ich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es mit dem Dings getan ist. Mit dem Abschuss der Rakete. Aber scheint nicht so. Oh, HP. Was ist denn gerade explodiert? Kannst du mir das sagen? Hm. Ah! Die Laser... Ah! Warum tut das weh? Ja, vor einer halben Stunde, da war ich noch nicht mal wirklich klar, was ich hier überhaupt zu tun habe. Unglaublich, wie impotent Gordon Freeman ist, wenn er keine Crowbar hat. Er kann seine ganzen Kisten nicht mehr öffnen. Was soll denn dieser Raum hier? Warum komme ich hier nicht rein? Ich komme hier rein. Hätte ich auch über die Lüftungssysteme gehen können? Hätte ich. Unglaublich. Ich hätte auch hier durchgehen können. Wow. Was für ein Mod. Er bietet mehr unterschiedliche Wege an. Okay. Komme ich da jetzt irgendwie rein? Ja, da ist ein Schalter. Oh, da ist Munition drin. Ja, wo muss ich jetzt hin? Es gibt keinen wirklich weiterführenden Weg. Hier raus, aber nicht rein. Ist hier ein Schalter oder sowas, der nicht drücken muss? Du mich auch. Da kann man tatsächlich durch? Aber ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Da hinten ist ein Luftschacht. Ach, den habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist das da? Eine Tür? Ich speichere erstmal. Okay, also hier kann man nur runterfallen. Auch in die Richtung, nur runterfallen. Nee, das ist nur eine Textur. Aber jetzt sag mir nicht, dass ich wieder zurück muss, schon wieder backtracken muss. Aber es scheint so. Ich höre schon wieder Soldaten. Das heißt,
Das ist tatsächlich so gedacht. Was könnte man denn hier noch alles tun? Kann ich den Raum hier vielleicht irgendwie in die Luft jagen? Warum gibt es diesen Raum hier? Ach, das ist das Fan-Unit. Aha. Das ist das, was... Wo ich hätte entkommen können. Aber die habe ich doch ohnehin schon zerstört, die Dinger. Da kommt man nicht rein. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Hier gibt es kein Weiterkommen. Okay. Alles nochmal. Alles auf Anfang. Also nicht auf Anfang, aber... Also ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt irgendwie durch die... So, nachdem der Mod jetzt erneut gecrashed ist und ich nicht rausgefunden habe, wie man weiterkommt, habe ich die Lösung konsultiert und ja... Die Lösung ist auch nicht so ganz easy, definitiv nicht selbsterklärend und da muss man schon sehr, sehr... proaktiv in die Gegend gucken, um zu sehen, dass hier unter diesem Aufzug eine Leiter ist, die man erreicht, indem man diesen Aufzug wieder hochschickt. Da muss man schon, das ist wirklich nicht einfach, finde ich. Ja, da muss man schon genau hinschauen und das vor allem auch da suchen. So, und jetzt...
sehe irgendwo. Oh, wieso ist das Ding explodiert, obwohl es überhaupt nicht in. Nein. Den kann ich auch nicht benutzen hier um der. Oh. Natürlich schaffe ich es nicht auf die Leiter. Doch, ich war kurz auf der Leiter. Auf der Leiter. Entkomme ich jetzt meinen Häschern? Ein Zug. Nehme ich jetzt den Zug mit Panzern. Um von hier zu verschwinden. Nein. Der Zug ist weg. Ich komme hier nicht durch. Jetzt ist es offen. Okay. Oh. Ein Traktorstrahl der Aliens. Ein riesiges Alienschiff. Das ist einfach nur riesig vergrößert. Mission complete, endlich. Wow, Mission of Mercy. Ja, das ist auch echt Mercy, dass ich jetzt endlich fertig bin. Ja, coole Idee. Ziemlich miese Umsetzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da gibt es so viele Sachen, die mich so dermaßen gestört haben in dem Mod und die mich auf die Palme gebracht haben vor allem. Ja. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen amüsant zuzuschauen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.